Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Ja, Leute, willkommen zurück im Star Wars Canon. Heute geht es um den Comic Darth Maul. Den habe ich hier im Paperback. Das sind fünf Einzelausgaben zusammengefasst. Eine abgeschlossene Story. Diese Geschichte spielt unmittelbar vor Episode 1, die dunkle Bedrohung. Und in diesem Comic geht es um Darth Maul. Und Darth Maul dürstet es nach Blut. Und zwar nach Blut der Jedi. Und er wird immer wieder von Darth Sidious, von seinem Meister, auf Mission geschickt, um seine Blutlust zu befriedigen. Aber irgendwie reicht ihm das nicht. Und auf einmal bekommt er Wind von einer Auktion, wo ein junger Jedi-Padawan gefangen genommen wurde. Und er macht es sich jetzt zur Aufgabe, diesen Padawan zu töten, um seine Blutlust zu befriedigen und seine Rache gegenüber den Jedi zu stillen. Dazu tut er sich dann noch mit ein paar Kopfgeldjägern zusammen, unter anderem mit Aurra Sing und Cad Bane, die wir ja vor allem aus Star Wars: The Clone Wars kennen. Und ich muss sagen, dieser Darth Maul-Comic, ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gelesen. Beim ersten Mal lesen war ich ein bisschen so, ja. War ganz okay, aber war jetzt irgendwie auch nicht der große Wurf. Beim zweiten Mal lesen habe ich irgendwie mehr verstanden, worum es in dem Comic eigentlich geht. Also, ihr dürft bei dem Comic keine Vorgeschichte von Darth Maul oder sowas erwarten. Ich glaube, mit diesen Erwartungen bin ich damals irgendwie rangegangen und wurde deswegen ein bisschen enttäuscht. Man bekommt jetzt nicht die Story, warum Darth Maul von Datomir es bis zu Darth Sidious geschafft hat oder wieso seine Haut rot ist oder sonst was. Auch nicht, wie er sein Doppellichtschwert gebaut hat oder irgendwie so eine Geschichten. Es geht einfach nur um diese Story, dass er Blut sehen will von Jedi. Und das war's. Ist das ein bisschen verschenktes Potenzial? Ja, muss ich schon sagen, weil der Comic braucht ein bisschen Anlaufzeit. Und bis der wirkliche Plot losgeht, sind schon die ersten zwei Kapitel eigentlich rum. Also in den ersten beiden Ausgaben, die hier drin sind, geht es eigentlich nur darum, dass Maul dies jagt. Das jagt, dann macht er einen Abstecher zum Schmugglermond, was ich sehr, sehr cool fand. Nar Shaddaa, den Schmugglermond, den sehen wir zum Beispiel später auch noch im Canon wieder. Und da sind ein paar bekannte Gesichter hier schon zu sehen. Das ist eigentlich ganz cool, aber die wirkliche Story, dass Darth Maul diesen Padawan jagt, geht dann eigentlich erst im dritten Kapitel so wirklich los. Und dann wird der Comic auch richtig, richtig imba. Wir sehen vorher, wie er ein paar Ratari jagt, diese Viecher, die wir in The Force Awakens gesehen haben. Wir sehen, wie er ein paar Piraten in die Luft sprengt, wie er Jedi stalkt und dabei ganz, ganz viel bösen inneren Monolog führt, dass der Hass in ihm wächst und dass er Rache will. Das ist ganz unterhaltsam und definitiv ist Darth Maul ziemlich, ziemlich cool und bösartig in dem Comic, aber ja, weiß ich nicht, diesen inneren Monolog hätte man auch definitiv mit irgendwie was tiefgründigerem filmen können. Dafür sehen wir aber, wie er zum Beispiel eine Vision hat davon, wie damals die letzten Sith von den Jedi ausgerottet wurden. Das ist eine wirklich coole Szene, weil wir hier erstmals so wirklich eine Vision von jemandem sehen, der schon auf der dunklen Seite der Macht ist. Und hier wird auch ein bisschen sein Hass gegenüber den Jedi begründet. Das ist wirklich eine sehr coole und sehr bösartige atmosphärische Szene. Ja, aber die wirkliche Story geht halt richtig los, als er den Padawan jagt. Und ich muss sagen, scheiße, da wird der Comic richtig, richtig geil. Vor allem die Umgebung, wo das Duell ausgetragen wird zwischen den beiden, der Mond von Draskel, ist wirklich unfassbar atmosphärisch. Also wie das aussieht, diese wüstenähnliche Landschaft, umgeben von diesem roten Nachthimmel und im Hintergrund sieht man die Sterne und alles ist in diesen lila Ton gehüllt. Das ist unfassbar atmosphärisch und er steigert dann die Spannung, vor allem in den letzten beiden Kapiteln, wirklich enorm. Und das ist richtig geil. Das Duell zwischen den beiden ist mega gut in Szene gesetzt. Und vor allem wird der Comic dann auch noch versüßt durch das Auftreten von Cad Bane und Aurra Sing, die ich super finde. Also ich liebe sowieso Kopfgeldjäger in dem Star Wars-Universum. Und die beiden sind so ziemlich die coolsten Figuren, finde ich, die überhaupt diese ganze Prequel-Ära zu bieten hat. Also ja, ab der Hälfte des Comics geht es hier richtig, richtig los. Und vor allem auch, wie der Comic dann aufhört mit nochmal einer Begegnung zwischen Darth Maul und Darth Sidious. Und Darth Sidious sagt dann, ja, das war alles mein Plan, dass du den Padawan killst und so. Und er dann fragt, und ist deine Blutlust jetzt endlich gestillt? Und Darth Maul sagt einfach nur, nein. Das ist fucking genial. Das ist wirklich großartig. Kurzer Neuzugang in dem Comic für mich, was Charaktere angeht, war auf jeden Fall Xeth Xraxis. Alter, diese Namen, what the fuck? Das ist die Frau, die die Auktion abhält, wo der Padawan dann versteigert wird. Und ich weiß nicht, ich hab einen Softspot in Star Wars für diese fiesen, schmierigen Figuren und ich weiß nicht, ich fand sie war einfach irgendwie eine coole Figur, die sich da sehr in dieses Raster einfügt. Schade, dass sie stirbt. In dem Comic über sie hätte ich auch eigentlich später noch irgendwie
gerne ein bisschen mehr gelesen. Im Endeffekt kann ich diesen Star Wars Comic wirklich empfehlen, wenn ihr findet, Darth Maul ist eine fucking geile Sau und das denkt, glaube ich, erstmal jeder. Vor allem auch, wenn ihr eine wirklich düstere, böse Star Wars Geschichte lesen wollt, dann kann ich euch das Ding wirklich empfehlen. Wie gesagt, erwartet keine Vorgeschichte zu Darth Maul oder super viele Verbindungen zu die dunkle Bedrohung oder so, das kriegt ihr nicht. Es ist wirklich einfach nur eine abgeschlossene, kurze Mission, die Darth Maul hier hat. Als Ergänzung empfehle ich euch auf jeden Fall die Darth Maul-Ausgabe von Age of Republic Villains. Die schließt eigentlich genau an diese Geschichte an, ist quasi wie eine sechste Ausgabe von dieser Story. Das nächste Mal reden wir über das Ding. Die dunkle Bedrohung. Und zwar richtig im Detail. Alles klar, das war's mit dieser Ausgabe des Star Wars Canon. Schreibt doch mal eure Gedanken unten in die Kommentarbox und dann hoffe ich, ihr bleibt dran. Möge die Macht mit euch sein.